schneller. Nein, langsam, ich hab Angst. Das war eine doofe Idee. Scheiße, ich komm nicht an die Bremsen, da ist ein Auto. Hallo, hier ist Herr Kurt Meier und hier war ein Autounfall auf der Autobahn bei der Stadtausfahrt. Mhm. Und vier Mädchen sind gefahren, sehr schwer verletzt. Wir brauchen auf jeden Fall ganz schnell einen Krankenwagen, beeilen Sie sich. Ja, wir sind sofort bei Ihnen. Hallo Emily, wie geht's dir denn? Hallo, mir geht's gut. Wegen deiner Querschnittslähmung habe ich dir jetzt erstmal einen Rollstuhl mitgebracht und ich hoffe, du wirst damit gut klarkommen. Ja, vielen Dank. Mach dir keine Sorgen, Emily, alles wird gut. Hallo Frau Peters, hallo Emily. Hallo Herr Bauer. Na, wie geht's dir denn, Emily? Ja, ich muss mich noch an den Rollstuhl gewöhnen, aber sonst geht's mir gut. Na, dann wünsche ich dir noch einen schönen Schultag. Hallo Klasse 9b. Guten Morgen, Frau Becker. Ah, hallo Björn. Tag Angela, hier ist der neue Schüler Chris Jaboa. Hallo Chris, möchtest du dich noch vorstellen? Ja, ich bin der Chris aus Afrika und bin vor einem halben Jahr nach Deutschland gezogen. Du kannst dich da neben Emily setzen. Okay, mache ich. Leute, das Krankenhaus war so langweilig ohne euch. Ach, nicht die. Rolli, Emily. Cooler Rollstuhl. Danke. Was haben die anderen gegen dich? Weiß nicht, wahrscheinlich wegen dem Rollstuhl. Warte kurz. Wisst ihr, wie gemein ihr seid? Leidet ihr sie etwa wegen dem Rollstuhl? Ist es euch peinlich oder etwa unangenehm? Sie ist ein Mensch wie wir alle. Handelt sie gefälligst normal. Ja, du hast recht, Chris. Ich habe auch Angst davor, ausgegrenzt zu werden. Ich bin nämlich lesbisch. Es tut mir echt leid, Emily. Bravo! Ja, ja! Ja! Hi, Leon. Hi, deine Rede war echt bescheuert. Wieso? Merkt doch jeder, dass du nur Aufmerksamkeit willst. Was? Ach so, dann lass die Finger von Emily. Hä, sie gehört doch nicht dir. Aua! Sag mal, spinnst du? Hallo Chris, was ist los? Ich habe eine Frage. Was ist denn? Wie soll Emily über die Türschwellen kommen? Naja, indem andere ihr helfen. Aber es hilft keiner. Wieso gibt es keine Rampen? Wir haben momentan zu wenig Geld dafür. Wie wäre es mit einer Spendenaktion? Ist eine sehr gute Idee, wenn du es organisieren kannst. Okay. Spendet für die Rollstuhlrampen. Kauft Essen, es ist für einen guten Zweck. Wollen Sie spenden? Ja, gerne. Na, Emily, wie geht's dir mit dem Rollstuhl? Ja, ist eigentlich ganz gut. Ist eine tolle Aktion hier. Spendet, spendet alle, jeder Cent hilft. Kommen Sie und kaufen Sie Getränke und Essen, alles für die Rampen. Würstchen für einen guten Zweck, kommt zum Grillmeister. Sorry, dass ich dich geschlagen habe. Du bist echt ein cooler Typ. Aktion! Das ist mein Sohn. Ich bin so stolz auf ihn. Hey, danke nochmal. Kein Problem. Du bist echt toll. Du auch. Willst du mit mir gehen? Nein, aber fahren.